Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge Factorio Hiskyria mit mir, eure Valyria und dem Hisky LP. Guten Morgen. Ich wollte gerade fast sagen Minecraft. Nein, wir sind hier in Factorio. Richtig, das ist Factorio, kein Minecraft. Und natürlich, wir sind in dieser Folge noch im Livestream. Nur. Ganz genau. Zur Info. Warum stehen die... Oh, ja gut. Jetzt weiß ich, warum das alles nicht ganz so funktioniert. Weil das hier um 1 versetzt ist. Zack. So, was ich natürlich mitbekommen habe, die Kupferkabel... die Greifarme sind natürlich zu langsam. Klar. Aber das wäre eh so eine relative Überproduktion, die ich hier habe. Mit 8 Stück auf 10. Nein! Verdammt. Ich habe das aussehen abgerissen. Ich habe aussehen Restklick gemacht. Oh. Weil die hier. Die brauchen 30 pro Sekunde und ich stelle hierher. Zwölf. Nee, warte. Einer stellt 4 pro Sekunde her. Das sind. Das ist Quatsch, was ich hier gemacht habe, aber sowas von Quatsch. Ja doch, 8x4. Das sind. 4x8 sind 32. Ja, siehst du, ne? Passt so. So, erstmal nochmal High an Necrot. Hat das Spiel eigentlich irgendein Ziel, auf das es zusteuert? Für mich wirkt es nur wie ein Fließbandgewusel mit etlichen Greifarmen. Also theoretisch ja, auf die Rakete. Alter, was war das denn gerade? Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Hast du das Geräusch nicht gerade gehört? Nein. Alter. So ein Geräusch? War eine ganz komische Rückkopplung oder sowas in der Art. Okay, von mir kommst du nicht. Nö, komm. Frage, was mache ich hoch? Ja, mein Ziel derzeit ist. Hallo, mach schließt das Fenster. Die Produktion hier anzuschließen. Um das hier zu bekommen. Um das hier zu herzustellen. Um die Forschung voranzutreiben. Und warum wird derzeit die Optik nicht erforscht? Es fehlen die hellblauen, ne? Und die hellblauen werden nicht hergestellt, weil Bewässerungsblock fehlt, weil, ne. Lauf. Verbesserungsblock hier. Die elektronische Bauteile und Kupfer-Servomotoren herstellen. Ach Gott. Das Spiel hat eine sehr, sehr starke Komplexität. Immer je weiter man kommt, desto komplexer wird das. Spiel ist und bleibt mir ein Rätsel. Ja, das ist so wie andere Spiele. Die haben zwar so ein indirektes Ziel, aber wie man zum Ziel kommt, ne, das ist in jedem Spiel nochmal anders. So, das ist jetzt soweit alles fertig. So, die Baurahmen. Ich brauche, wie viele Baurahmen? Ich brauche 10 Baurahmen pro Sekunde. Und die werden auch, 2 Baurahmen werden pro Sekunde hergestellt, ne, also ein Fünftel der Produktion. Das heißt, theoretisch könnte ich das von unten einführen. Wenn ich das auch 1, 2, 3, 4 nicht direkt so mache. 4, 5. Baurahmen. Die jetzt auch Eisenrost und Träger brauchen. Jeweils 1 pro Sekunde Eisenrost. Das wird alle 0,5 Sekunden hergestellt, also ich brauche 2,5, machen wir, sagen wir 3. 3 von den Maschinchen. Ich baue die mal. 1, 2, 3. Obwohl, ne, ich baue die lieber aus. Einfach wegen mehr Platz. 2, 3. Für die Eisenrost und du brauchst. Ja, die braucht dann die Eisenstangen, das ist in Ordnung. 2, 3. Und ich brauchte Träger. Auch 0,5, das heißt. Ja, ne, das passt so.
Das hätte ich auch einfacher machen können, theoretisch. Nekrot schreibt, muss allerdings dazu sagen, dass ich kein Fan dieser Art Spiele bin. Minecraft hat eine Weile Spaß gemacht, aber allzu lang kann ich sowas nicht spielen. Ja, ist ja absolut kein Thema. Aber vor allem alleine. Ne? Es ist ein großes Thema zwischen alleine und im Multiplayer. Im Multiplayer ist es ein ganz anderes Thema als alleine. Multiplayer kann das echt lange Spaß machen, aber alleine kann das sehr schnell abfallen. Schon wieder keine Munition. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Doch. Bei dem Angriff? Bin unterwegs. Ja, ist ja gerade alles nieder, die Viecher. Ja. Es sind ein paar. Ein paar ist gut. Ein paar viele. Jetzt geht die Forschung und muss dringend weitergehen. Ja, rate mal, was ich mache. Was soll ich denn machen? Du kannst doch die Teilchen auch, keine Ahnung, per Hand bauen oder so. Aber ich kann dir nichts weiter machen, außer dass ich hier weiterbaue. Wir bräuchten eigentlich die Land... Nee, Landauffüllung wäre... Nee, wir bräuchten eigentlich Wasserauffüllung, aber Wasserauffüllung haben wir nicht. Von daher müssen wir damit leben. Nekrot war auf dem Server mit 10 Leuten. Ah, okay, ja gut. Ja, aber irgendwann, ne, verliert die das Spiel so... Was eine Scheiße hier gerade. Zumindest ein Teil ihres Reizes. Durchbruch. 4, 8, 12 pro Sekunde. Wie soll ich den Schaden ersetzen? Vor allem, ich habe nicht annähernd genug Material dafür. Ich muss nochmal auf dein Inventar zugreifen. Ich brauche jede Menge Holz. Alles klar, kein Problem. Ich habe ja, glaube ich, ein bisschen Holz, ja. Ja, du hast mehr als genug Holz. Zack. Eisen. Eisen. Rechnet ja auch keiner mit, dass die Dartmunition schon wieder verbraucht ist. Ich glaube, die machen ja auch leid. Ich glaube, von oben kommen sehr, 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 sehr viele Angriffe. Wie jetzt gerade? Ja, also die kommen jetzt mehr vom. Ach nee, unten war so. Das gerade. Oh. Nicht oben. Richtig, die kamen gerade von unten. Ja. Oh. Ja, weil vergiss nicht. Hier ist ein Nest. Na komm. Ja, es sind sehr viele. Nee, ich sehe es ja. Ich sehe es auch bei dem Stream. Hier ist ein Nest und da ist ein Nest. Ja, du musst die Neste beinhalten, die in der Verschmutzung drin sind. Alle anderen sind irrelevant, die greifen nicht an. Ja, hier, guck mal, hier ist auch ein Nest. Ja, vielleicht könntest du das ausrotten. Wollte ich gerade sagen, das könnte ich unter Umständen beseitigen. Haben wir eigentlich die Expansion der Viecher aktiv, dass die expandieren wieder? Weil ich glaube, nur in der Schienenwelt ist die Expansion deaktiviert. Gute Frage. Pi, so, ich verabschiede mich jetzt eben, wander runter und mein Handy ist am Sterben. Okay, dankeschön, Pi, dass du natürlich dabei warst, ne? Und dir viel Erfolg, dass dein Handy nicht vorher stirbt. Ich glaube, die Expansion. Boah, das kann ich jetzt so nicht sagen. Beim besten Willen nicht. Ich weiß auch jetzt nur nicht, wo man das nachgucken könnte. Ja. Jiski, mach mal vorsichtshalber safe. Okay. Boah, der ist schon losgeflitzt. Ach so. Verstehe schon. Bevor das Spiel wieder abschmiert. Genau. Und ich mach sowas von überhaupt keinen Damage, das ist unbeschreiblich. Nico schrieb zu Minecraft, ich habe mir eine Glantis gebaut mit Unterwasserdorf und einer Bahn durch den Untergrund bis zur Oberfläche. Nachdem ich das erreicht habe, war bei mir Sense. Alles, was ich erreichen wollte, hatte ich erreicht. Ja, gut, ne? Man muss sich immer neue Ziele so stecken. Immer mehr und mehr und Teile. Das Spiel gibt halt einem nichts vor. Das ist das Problem, was man dann bei sehr vielen Spielen hat. Dass sie dann irgendwo so selber finden. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem hier. Die Viecher expandieren. Gibt es einen Command?
Für dass die expandieren. Strom F. Expand. Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist in der. Das muss man vor dem Spielstart konfigurieren. Ja, yeah, Enemy. Expansion Command. Vielleicht gibt es ja das doch trotzdem. Ich google einfach mal. Reddit. Also es gibt einen Command, ne? Aber da würde uns die Archivmeld seitdem deaktiviert werden, aber das interessiert mich doch nicht. Deswegen, ne? Deswegen grundsätzlich die Finger davon lassen. Ja, bist du so scharf auf Achievements? Es gilt dann, das Spiel gilt dann offiziell als gecheatet, wenn du das machst. Juckt dich das? Eigentlich schon, weil, unsere Challenge sagt, nicht cheaten. Wir fragen die Zuschauer. Also ich habe nichts dagegen, wenn die nicht mehr expandieren können. Wenn die einmal tot sind, dass die tot bleiben. Ich drück doch Steuerung C. Steuerung C. Man kann in den Chat nicht Steuerung V drücken. Doch kann man, aber kann kein Link nichts. Okay. C game.map. Unterstrich Settings. Punkt Enemy. Unterstrich Expansion. Punkt N. E. Bet. Gleich. So. Kurz. Das ist alles wieder aufgebaut und soweit safe. So, wenn ich das jetzt theoretisch abschicke. Hat den versucht, den Befehl blub auszuführen. Ja, ja. Wenn ich jetzt den Befehl nochmal mache, würde das deaktiviert, ne, werden die Errungenschaften deaktiviert werden. Mich persönlich würde es nicht interessieren. Illyria juckt es ein bisschen und er lässt die Zuschauer entscheiden. Also von daher, es ist eure Entscheidung. Du weißt schon, dass mich das genauso betrifft, wenn du das jetzt eingibst, ne? Das gilt dann nicht nur für dich, das gilt dann allgemein für das Spiel. Ich weiß. Aber du hast gesagt, dass die Zuschauer entscheiden sollen. Genau, da lasse ich die Zuschauer entscheiden. Wo kommt ein Eisen her? Eisen kommt daher. Die Eisenkiste ist echt dämlich eingebaut worden. Haben wir gut gemacht. Das heißt, ich muss anders lang gehen. Okay, das ist kein Problem. Ja, andersherum. Dort nach oben. Achso. Das Problem ist tatsächlich, die Flitzewänder sind so lahm. Natürlich. Muss halt einfach mit der Forschung weiterkommen. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit mache. Ja. Mangelt nicht an Verständnisverfügung, nur am Willen des Umsetzers. Da ich keinen direkten Nutzen daraus ziehen kann, Baum des Bauens Win ist leider nichts für mich. Ja, hast ja recht, Nico, in der Hinsicht. Ne, wenn man sein Ziel erreicht hat, kann man ja zufrieden sein. Man muss es ja nicht weitertreiben, ne? Hat man keinen Spaß mehr, wenn man keinen Spaß mehr hat, das ist dann natürlich kacke. Richtig. Ja, ne, das Craften dauert bei mir noch ein halbes Jahrtausend. Was habe ich denn? Achso. Ja, obwohl ich 220% Herstellungsgeschwindigkeit habe. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht, das Problem hier. Was? Hier muss ich das anders machen. Inwiefern? Hier, wo ich gerade stehe, schau es dir an. Das staut sich ohne Ende, weil das nicht schnell genug abtransportiert wird. Ja, da hättest du es. Du darfst nicht vergessen, ne? Es sind drei. Also, ne, das kannst du. Hier sind das. Oh Gott. 16. Wenn du das auf 4 Lanes machst, ne? Das sind 16 Maschinen, ne? Ja. Ne, wenn du 16, ne? Zu jeder 2 machst. Versuch's mal so. 16 auf 4, das heißt, wenn du 4 immer jeweils zusammenführst, ne? Dann sollte das perfekt reichen. Oh. Ich weiß nicht, ob die Expansion an ist. Das ist mein Problem. Ich glaube, die war nicht an. Nee, sonst müssten die ja viel weiter ausgebreitet worden. Die wären auch schon längst bei uns reingekommen, wenn die Expansion an wäre, oder? Und wenn es wirklich viel zu schlimm ist, dann, ne, müssen wir halt eben, auch wenn es hart ist, dann erstmal peaceful spielen.
bis wir damit klarkommen würden. Weil sonst wäre das Projekt halt eben sehr schnell zu Ende. Hiski, das hier ist kein Pussy-Spiel. Es war nur ein Vorschlag. Ist so. Nein. So, Eisen. Nein. So, das wird jetzt hergestellt, das wird jetzt hergestellt. Das heißt, die müssten jetzt mit der Zeit hergestellt werden. Es dauert natürlich ein bisschen, bis das hier... Okay, ich brauche da die Doppelproduktion. Ist in Ordnung. Zack, zack, zack. Der Kollege hat recht. Ja, ist in Ordnung, Nikrot. Ist in Ordnung. So, jetzt stellen sie her. So langsam. Achso, ja, vielleicht noch ein Feld mehr. Dann wird das hergestellt, das wird hergestellt. Das wird aufgeteilt, die stellen es her. Elektronikblöcke 0 werden hergestellt. Oh mein Gott, es werden endlich Elektronikblöcke 1 hergestellt. Oh mein Gott. Wo ist die Herausforderung, wenn alles im Easy-Mode gespielt wird? Man baut in Ruhe auf? Danke, Nekros. Danke. Damit habe ich auch kein Problem. In Ruhe aufzubauen. Ich weiß auch nicht, was mit Hiski los ist. Er hat irgendwie Lust auf Pussy-Modus. Lass mich doch auch mal mein... So, wie hatte ich das denn jetzt immer hier gemacht? Achso, stimmt. Hier war eine Kamedie. Genau. Kamedie rein. Ich, ist das schöner, wenn ich es so mache. Naja, gut. Das ist ein bisschen besser. Ja, das sieht besser aus. Ich spiele doch Minecraft Creative Mode. Ja, das ist... Ja, wenn du nur rein kreativ sein willst, das ist in Ordnung. Aber so ein bisschen... ich habe kein Problem, mit Minecraft Peaceful zu spielen. Wenn ich einfach nur in Ruhe schon Survival haben möchte, aber allerdings... Ja, Hiski. Nicht ganz nach Cheated haben möchte. Unterschied. Hiski. Ist für mich ein Unterschied. Ich differenziere dort. Hiski. Was mache ich hier eigentlich hiermit? Er will nur im Pussy-Modus spielen. Das ist nicht sein Ernst. Er ist gespielt im Pussy-Modus. Du musst mich doch nicht immer gleich beleidigen. Ich beleidige dich nicht. Nein, das überhaupt nicht. Das ist eine Tatsache. Nein, das ist nicht beleidigend. Nein. Also ich sehe das als Beleidigung. Das ist aber nicht beleidigend gemeint. Nö, das hättest du vorher ausdenken müssen. Als wenn ich dich beleidigen würde. Du hast mich oft genug beleidigt. Hiski. Sei doch nicht so. Ich will jede Nacht in Minecraft Blue schwitzen und Tränen vergießen. So gefährlich soll das sein. Also spielst du nur Hardcore Minecraft, okay. Darauf hätte ich absolut keinen Bock. Ich spiele Normalmodus Minecraft. Ja, aber Nekrot spielt anscheinend Hardcore. Ja. Wer Lust drauf hat, soll es Hardcore spielen. So. Mechanische Teile. Jeder braucht mechanische Teile. Nee, jeder braucht was Unterschiedliches. Oh Gott. Was kommt jetzt vor? Ne, ich brauche. Die Helm. Wir machen das erstmal weg. Wir brauchen Militär. Das ist wichtiger. Scheiß auf das Holz. Erstmal. Militär ist wichtiger in der Hinsicht. Das heißt, ich sollte mich zuerst um die hellblauen kümmern und dann um die roten. Warte mal, Blei, da war doch was. Also die hellblauen, ne, brauchen ja die Verbesserungsblöcke und die roten brauchen die Kampfblöcke. Die Kampfblöcke werden weiter links hergestellt. Warte mal. Was sind die Kampfblöcke? Produktion? Logistik? Oh mein Gott. Also nein. Nickel. Shit. Das ist Nickel. Logistik. Kampf. Verbesserung. Hiski, was mache ich mit Nickelerz? Also mit fertig verarbeitetem Nickel. Was? Nur Nickel, ne? So nur Nickel. Nickelerz oder das so. Nickelerz, genau. Kiste. Einfach nur eine Kiste. Ja, erstmal. Okay. Oh Gott. Also vielleicht habe ich eine Sache übersehen. Eins. Oh mein Gott. Oh mein
Freaking. Verdammt. Was ist? Ich habe einen Produktionsblock komplett übersehen, den ich brauche. Oh. Das ist der Kampfblock. Das heißt, ich muss das Design hier kopieren. Egal, ist nicht so wild. Ich muss das hier noch kopieren. Das muss krass kann weg. Ja. Nekord. Einfach Ausrufezeichen Illyria. Das steht sogar im Videotitel. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Moment mal. Moment mal. Aber kommst du auf YouTube-Kanal? Für Blei brauche ich Sauerstoff. Ja. What the f... Und du hast Abgase, ne? Oh Gott. Ja. Mobbing. Und Sauerstoff kriegst du natürlich raus aus der Elektrolyse. Genau. Und raus kriegst du Schlacke. Yay. Mobbing. Ja, wie gesagt, ist zwar nur mal nur der YouTube, aber bin ich. Ich kann es ja schnell in den Chat reinschmeißen. Ah, okay, danke, Killerskiller. Dankeschön. Warst du schneller als ich. So, das muss ich jetzt umlagern, umführen, entführen. Wie okay, immer. Dann drehen wir das mal so rum, dass es auf jeden Fall Sinn ergibt. Ach, jetzt weiß ich wo. Puh. Abgase. Oh. Sehe schon, was hier falsch laufen könnte. Bis ich es voll gemerkt habe. Tja, aber ich würde sagen, wie wir das hier angeschlossen bekommen und wie wir das hinkriegen, liebe Zuschauer, das ist etwas für die nächste Folge. Hier hoffen wir erstmal, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao Leute. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da, schaut auch bei dem lieben Illyria oder bei mir Hiski vorbei. Wir sind jeweils in der Videobeschreibung, das andere verlinkt. Und wir hören uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann, Cheerio.